So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir die letzten Level vom Super Expert One noch durchgezogen, die uns noch übrig waren. Haben dabei ein bisschen gecheased. Und jetzt gucken wir uns das neue Level von Chosen 2 an. Mal schauen, wie lange ich dafür... Oh, 5 Minuten, 8 Weltrekord. 6,5 von 10 hat es erst einer geschafft. Alles klar, Chosen, wir gucken nur rein. Hilfe. Wir gucken mal rein, was er denn von uns möchte. Da kriege ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Da habe ich gerade noch gar nicht drauf. Ah, hi. Oh, no. Cool. Da habe ich gerade noch gar nicht drauf geachtet, was der denn hier von mir will. Oh, no. Na, das schon mal nicht. Aber ich muss die Bombe... Okay, die Bombe muss schon mal so passen darüber, dass sie Boom macht. Oder macht die automatisch in der Lava Boom. Tschüss. Ach so. Okay, der killt das hier weg. Und das brauche ich aber selbst, um den da drüben wegzukillen. Ah, verstanden. Also darf der Swamp das da nicht killen. Okay. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was da oben ist. Oh, no. Decke ist da oben. Oh, no. Gut, gute Stachel. Gute Stachel auf jeden Fall. So, hast du einen Gleiter? Also bist du ein Falscher oder bist du kein Falscher? Du bist kein Falscher. Er ist ein Fallschirm. Macht die ganze Sache natürlich angenehmer. Aber muss ich jetzt den Quatsch hier machen? Was? Was? Wait. Oh, no. Ich wollte gerade sagen, wie muss ich das denn jetzt timen? Hilfe? Oh, no. Komm schon. Ah, oh, no. Spin Jump wieder. Manche abwerfen und dann wieder mit Spin Jump weiter. Okay. Bis hierhin kriegen wir es ja hin. Ich muss den. Ich muss dran denken, mit Spin Jump runterzugehen. Schlecht getimed. Ach, Hetze. Können wir wieder bitte ein bisschen mehr vom Level sehen als nur den Anfang? Das wäre super. Das
lang gedauert. Super. Jetzt müsste man halt noch loslassen. Das ist so knapp. Okay. Wir sehen tatsächlich mal mehr vom Level. Gut. Danke. Hi. Hi. Puh, ich hatte ein bisschen Angst. Oh, nice. Da ist schon der Checkpoint. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir rennen. Verstanden. Oha, ist der schnell. Oha, ist der schnell. Okay. Juhu, hi. Dann geht's weiter mit Rennen. Keine Pause. Na, schon vorbei. Uff, uff. Uff, muss ich da schnell sein. Uff. Oh boy. Okay. Ah, ich wollte gerade sagen, aber ich kann ja wieder hoch. Nee, hat er dran gedacht. Schieb. Schiebt. Ach Mann. Das ist wieder diese typische Chosen-Stachel, die unbedingt da an die Ecke noch hin muss. Dass auch ja alles fies genug ist. Genau, so ein Ding ist das! Oh boy. Wait. Das ist das Ende, oder was? Nein! Das ist das Ende vom Level. Das ist ja gar nicht viel. Das ist ja wirklich kurz. Das ist ja wirklich kurz. Musste ich ja wieder reden jetzt, ne? Musste jetzt wieder was sagen. Oh, ich hab schon. Ja. Oh, no.
Neuer Anlauf. Yes! Uff. 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 Alles klar. Nehmen wir mit. So, haben wir das geklärt. Sehr schön. Loop-Sided Lava Lift klingt böse. Ultimate Power von Frank. Difficulty Spike. Die beiden wären auf jeden Fall cool immer für einen Abschluss von einem Level-Video. Wir fangen mal mit Difficulty Spike an. Das scheint kurz zu sein und machbar. Guide the ball to victory. Mit einem Boomerang. Oh, ich verstehe. Oh, das könnte wirklich cool sein. Da ist kein Boomerang. Da ist keiner. Da ist ein Leben. Da ist mein Boomerang. Ach so. Oh ja, das ist so, das ist cool. Das wollte ich nicht. Ich muss das ausmachen, dass der dann nur drüber rollt. Verstanden. Das ist eine super coole Level-Idee. Let's go. Let's go. Let's go. Nein. Ach Mann. Weitergeht. Hier hoch, dann muss ich hier wieder umswitchen. Was er hier tut. Was ist, warum ist das da? Oh no! Okay, alles klar. Ja, das darf der Ball nicht berühren, deswegen muss er drüber hüpfen. Verstanden. Okay. Warum ist das da? Ich habe es begriffen. Das ist so lustig. Oh Gott, das war Comedy. Ach, Kacke. Okay, also gehen wir hier drüber. Und dann gehe ich hier hoch, mach den hier. Und muss das treffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nützt das jetzt eigentlich? Dann ändere ich irgendwas. Ach, dann löst er das wahrscheinlich nicht aus. Das ist wahrscheinlich auch doof, wenn er das hier. Keine Ahnung. Hä, warum ist die Tür hier? Hä? Ich check null, wie der Weg hier funktionieren soll. Wir werden es aber sicherlich sehen. Aber jetzt rein vom Gucken habe ich nicht verstanden, wie der Weg funktioniert. Na gut. Mal gespannt. Käsekuchen. Ah, wait. Anders ist. Kann ich in die Tür rein oder wie? Was ist das für eine Tür? Was macht die? Warum gibt's die? Ah ja, gut, es ist der Resettor.
schön und gut, aber dadurch, dass er das Level ein unheimliches Zeitlimit hat, ist die Resetto relativ useless, ne? Weil dann, wenn er eine Resetto einbaut, dann braucht er nicht die 100 Sekunden Zeitlimit. Das ist halt Quatsch. Das war auch Quatsch. Das Dumme ist halt, dass dieser Bumerang, ich musste wahrscheinlich wieder einsammeln, dass ich einen neuen schicken kann. Weil ich kann keinen neuen schicken, wenn der alte unterwegs ist. Na, ich kann jetzt nichts machen. Aber ich muss den wieder, okay. Ich bin also verpflichtet, ihn auch wieder einzusammeln. Ich muss also da ein bisschen drauf achten. Gut. Ja, das ist halt das, was mich passieren darf. Toll! Mann! Jetzt krieg ich ihn schon wieder nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt krieg ich ihn wieder eine Weile nicht mehr. Ich darf also nicht zu nah an der Kugel sein, weil dann. Ja, okay, verstanden. Nein! Was ich denn machen muss, by the way. Aber keine Ahnung, was macht die? Was bringt das hier jetzt dann alles? Das verstehe ich noch nicht. Weiß nicht, was das dann am Ende hier. Wie der dann sein muss. Ich meine, obviously muss. Ach, Moment. Verstanden. Der muss diesmal den auslösen und dann kann er da drüber rollen. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Diesmal ist es keine Falle. Diesmal muss er den auslösen. Nah bin, ja. Das ist das Ding, wenn ich zu nah bin. Wenn ich zu nah bin, dann geht der Bumerang hinter mich und dann dauert es länger, bis ich ihn wieder einsammeln kann. Das ist schon mal wieder blöd gemacht. Ich demonstriere das kurz. Wenn ich ihn hier gegen die Wand pfeffere, sammle ich ihn nicht sofort wieder ein, sondern es dauert eine Weile, bis er wiederkommt. Wenn ich ihn von hier gegen die Wand pfeffere, sammle ich ihn sofort wieder ein. Ach, Nintendo, weißt du? Programmiert euer Zeug halt mal ordentlich. Nein! Wir gucken jetzt aber trotzdem mal, worauf das Ganze hinausläuft am Ende. Und dann geht die hier durch. Ach, das ist alles. Der muss dann da den Schlüssel auslösen. Ja, moin. Ja, wenn das alles ist. Doch hinkriegen. Ich hätte halt gern den Bumerang dann wieder zum zweiten Schießen. Ah, die Bumerang-Mechanik ist dumm.
Darf also nicht zu nah hin. Sondern ich muss ein bisschen warten. Da wegbleiben. Weil ich zu nah hingehe, dauert es wieder 3 Jahre, bis ich den Boomerang. Oh, oh nein, 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 nein! Zurückbekomme. Die Idee ist super cool, aber die Umsetzung ist leider aufgrund des Boomerangs echt Mist. Das ist schade. Ja, so macht man es besser. Aber trotzdem. Nein! Das kann ich dir nicht auslösen. Ich kann's aber! Ich muss den nicht auslösen! Ich muss den nicht auslösen! Ich kann das schaffen! Ich kann das schaffen, selbst wenn ich es bis dahin, also selbst wenn ich es da hinten verhaue, kann ich es noch schaffen. Ja. Na, aber ich demonstriere das kurz, was ich meine. Selbst wenn er jetzt falsch wäre und ich klein wäre, kann ich immer noch, wenn die Kugel hier einen Sprung macht, vorher das hier auslösen und dann rollt die ja trotzdem da durch. Na, dann ist ja alles easy. Die rollt ja trotzdem hier durch. Also das müsste ich gefixt bekommen. Sollte ich da getroffen werden vorher. Okay, nice. Okay. Haben wir doch gewonnen, ne? Jetzt haben wir gewonnen. Sehr schön. Jetzt haben wir gewonnen. Nice. Also, Idee cool, aber aufgrund des Boomerangs leider nicht ganz so nice. Wie hat es denn einer 10 Sekunden schneller geschafft? Die Kugel kann noch nicht schneller rollen. Habe ich mich irgendwo... Hä? Habe ich mich irgendwo aufgehalten? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Habe ich mich irgendwo aufgehalten? Aber die Kugel kann noch nicht schneller rollen. Okay, interessant. Vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gefunden, die Kugel schneller zu machen. Ich weiß nicht wie, aber wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit gefunden. Na gut. So, dann jetzt zum Abschluss ein Musiklevel und zwar Game Music is awesome. Let's go. 2 of my favorite music. Gucken wir mal, was er eingebaut hat. Zwei Lieder also. Das ist Zelda, oder? Ich
habe noch nicht viel hören können, weil ich leider gleich am Geist verreckt bin. Aber ich meine, das war Zelda. Nee. Was ist das für ein Lied? Ich hab's nicht gekannt, verdammt. Ich weiß nicht, was es ist. Okay. Das kenne ich. Aber kann's gerade nicht zuordnen, Hilfe. Oh Gott, das kenne ich. Wo ist denn das her? Ah nein, ich kenne das doch. Ach hier, Dings, hier. Na. Komm nicht drauf. Undertale. Undertale. Nein! Ich wollte... Ja, gut, ich wollte es liken. Gut, dass ich das noch kann. Aber was war das Erste? Steht es in den Kommentaren? Bett. Made Mew Mew X Mad Dummy. Ah. Genau, Hopes and Dreams von Undertale. Aber was war das Erste? Komplett nutzlose Kommentare. Weg damit. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.